In diesem Video zeige ich dir 38 Minecraft-Features, die Minecraft 1.21 definitiv beinhalten sollte. Schreibt in die Kommentare, was wäre ein Feature, was ihr euch absolut wünschen würdet für die 1.21. Ich bin gespannt, auf was für Ideen ihr so kommt. Ich würde mir zum Beispiel ein Mushroom-Dorf, also ein Pilzdorf wünschen auf diesen Pilzinseln. Für einen zweiten Teil einfach ein Abo da lassen, ist voll nur ein Klick und für mich eine große Unterstützung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Eine Sache, die ich ganz cool finden würde eigentlich in der Minecraft 1.21, wäre tatsächlich eine Grappling-Hoop. Es würde sie in den verschiedensten Varianten geben und es ist auch möglich, tatsächlich verschiedene Upgrades hinzuzufügen, so wie ein Motor, ein Magnet, sodass wir uns auch Items, zum Beispiel wie Gold oder andere Sachen zulegen können und tatsächlich auch so eine Sachen, dass wir halt schwingen können. Diese können wir dann kombinieren und können dann verschiedene Greifarme machen. Dieser zum Beispiel ist etwas schlechter und kommt nicht überall an. Aber wenn ich jetzt einfach mal das mit dem größeren und dem besseren probiere, sehen wir schnell, dass das Ganze definitiv funktioniert. Man braucht ein bisschen Übung und wenn man die richtigen Features hinzugefügt hat, kann man richtig cool wie Tarzan durch die Luft schweben und sich tatsächlich von A nach B bewegen. Natürlich nutzen die sich genauso ab wie jetzt zum Beispiel andere Werkzeuge auch, aber es wäre auf jeden Fall eine Sache, die man sich mal überlegen könnte. Aber wir haben noch viel krassere Features mit dabei. Eine Sache, die man auf jeden Fall immer dabei haben muss, wenn es darum geht, neue Updates rauszuhauen, ist einfach immer mindestens ein neues Biom. Und hier habe ich gleich für euch ein paar mehrere, wie jetzt zum Beispiel diesen Windswept Forest, welcher zum Beispiel nochmal eine neue Baumart hinzufügen wird und auch rote Blätter, was zum Dekoration extrem weiterhelfen kann. Komplett neue Blumenarten und auch ein anderer Grünton im Rasen machen das Ganze zu etwas ganz Besonderem. Auch Sachen wie Blaubeeren und auch ähnliche Sachen, die wir jetzt hier zum Beispiel sehen, einfach mal, sind definitiv Dinge, die man gerne ins Spiel hinzufügen kann. Aber nicht nur das Biom wäre eine weitere Variante, die uns in 1.21 erwarten könnte. Nämlich zum Beispiel auch ein erweitertes Beach-Biom, in dem wir zum Beispiel komplett neue Palmen mitgebracht bekommen, welche deutlich authentischer wirken, als einfach gar keine Bäume irgendwie in dem Beach-Biom zu haben. Ich meine, wir haben zwar die Savannenbäume, aber naja, sind wir mal ehrlich, so toll sind die jetzt nicht. Und dieses Holz hat definitiv auch einen richtig, richtig schönen Farbton, nämlich einen leicht gräulichen, wenn wir uns das mal angucken, was das Ganze auch nochmal auf ein ganz neues Level hebt. Ich meine, wer möchte sich nicht hier direkt so eine Beachbar aufbauen, oder? Passend zu dem Windswept Forest werden auch weitere Baumtypen sehr interessant, wie jetzt zum Beispiel dieser Baumtyp, welcher es möglich macht, eine weitaus verzweigtere Krone zu machen. Ich meine, den möchte ich nicht gerne im Garten haben, weil den irgendwie abzubauen ist wahrscheinlich sehr, sehr ekelhaft, weil überall irgendwie noch Baumstämme sind. Aber vom rein optischen her ist das Ganze schon super cool. Eine weitere Sache, die auch mit diesem neuen Baum hinzugefügt werden würde, wäre dann auf jeden Fall auch ein Baumpilz, mit dem man dann die verschiedensten Gerichte auch noch machen kann. Und auch dieser Baumtyp wäre eine weitere Variante. Ein kleiner Mob, der tatsächlich zu diesem Baumtyp definitiv passen würde, wäre ein Pumpkin Warden. Also so ein, ja, Mini-Ding, was man sich auch selber machen kann. Er ist sehr flink und kann sich auch verstecken unter seinem kleinen Kürbis. Also ist schon ziemlich cool. Da hat man nämlich dann auch mal ein bisschen Angst, hier den einen oder anderen Kürbis mal mitzunehmen. Und es würde definitiv nochmal interessanter werden. Und gerade auch sowas wie Äpfel wären einfach möglich, genau gezielt gepflückt zu werden. Wenn wir ehrlich sind, würden wir uns alle nochmal neue Erze wünschen. Wie jetzt zum Beispiel das Ametrine-Ohr oder zum Beispiel Blue Netherite Gold oder auch Cryptic Redstone. Einfach ein paar mehr abgespacede Varianten. Wenn wir aber ehrlich sind, ist das Ganze relativ unrealistisch für die 1.21, da wir gerade erst Netherite hinzubekommen haben. Und ich denke, dann ist das doch eher abwegig. Aber ich würde es extrem feiern, sage ich ehrlich. Während vertikale Slabs, also praktisch Stufen, bloß dass sie hochkant sind. Und dabei können wir die so platzieren, wie wir wollen. Wir können sie als Mauer nehmen, aber wir können sie auch zum Beispiel so zu einem Block zusammen machen. Und dadurch ergeben sich so viele neue Baumöglichkeiten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Gerade die Liebe zum Detail wäre sehr, sehr gut zu machen. Muss ich ehrlich mal sagen, das würde schon einiges ändern. Egal, ob es jetzt zum Beispiel Cobblestone ist oder zum Beispiel Purpur. Man kann wirklich so viele krasse Sachen damit machen. Und natürlich nicht nur das. Man könnte dann zum Beispiel mit einem Decorator-Tool einfach Muster in die verschiedenen Holzarten zum Beispiel machen. Dadurch kann man noch mehr Dekorationsmöglichkeiten hinzufügen und muss nicht unbedingt auf Krampf irgendwas anderes in sein Haus, wie zum Beispiel 10.000 Fenster reinballern, weil man hier richtig coole Muster erstellen kann. Des Weiteren kann man dann auch sowas hier hinzufügen. Das heißt also, wir können auch eine ganz neue Art und Weise von Fenstern bauen. Und das ist auch eine sehr, sehr coole Sache, was es möglich macht, auch nochmal die ein oder andere coole Bauidee mit ins Spiel hinzuzufügen. Das Coolste wäre meiner Meinung nach auch nochmal verschiedenfarbige Laternen. Nicht nur die ganz normalen, die wir kennen und die blaue, sondern auch eine grüne und rote Variante sollte definitiv angemessen sein. Denn auch damit können wir sowas wie Partys oder ähnliches einfach bauen und haben dann nochmal die Möglichkeit,
gerade wenn wir so Gruselhäuser bauen oder irgendwie was im Nether, dem jeweiligen Haus nochmal einen kleinen Extra-Stil zu geben. Minecraft-Strukturen sind schon was Feines, aber ich denke, einige von ihnen sollten definitiv ein Upgrade mal bekommen, denn sie sind einfach nicht anspruchsvoll genug. Deswegen habe ich hier für euch eine bessere Form des Ocean Monument. Hier haben wir einen kleinen Teil, der auch rausguckt aus dem Wasser, was das Ganze deutlich ersichtlicher macht. Und wenn wir uns einfach mal ins Innere begeben, sehen wir auch direkt, die Dekorationsmöglichkeiten sind ähnlich, aber doch detaillierter. Es gibt viel größere Räume, viel krassere Sachen, wie zum Beispiel hier. Und alles in allem sieht das deutlich, deutlich schöner aus. Wie wir hier sehen, indem ich hier einfach mal ein bisschen durchfliege, sehen wir auch, dass wir unglaublich viele verschiedene Räumlichkeiten haben, die das Ganze nochmal etwas schwieriger machen. Denn somit hat man auch ein wenig weniger den Überblick, wo man jetzt genau sich hinbegeben soll. Ein kleiner Draußenbereich ist ebenfalls so, und wenn man diesen mal trockenlegen würde, dann wäre das tatsächlich die beste Base überhaupt. Man hat aber hier auf jeden Fall auch einen kleinen Outdoor-Bereich und dann wirklich richtige Hallen wie in so einer richtigen königlichen Festung. Also das, finde ich, ist mal ein Monument, was sich sehen lassen kann und was definitiv meiner Meinung nach das alte Monument ablösen sollte. Schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr es? Würdet ihr das lieber haben wollen oder würdet ihr wirklich das alte Monument? Auch hier zum Beispiel ist ein komplett 100% garantierter Trident, also ein Dreizack, zu entnehmen. Genau in der Mitte des Monuments. Wir alle lieben die Elytra, wirklich einer der besten Items im Spiel. Aber was ist eigentlich, wenn wir das mal so machen würden, dass man verschiedene Elytra-Teile haben kann? Das heißt also, wir können zusammen eine Elytra zwar machen, aber wir können auch einzelne Teile so färben, wie wir es eben wollen. Wie zum Beispiel eine Hälfte blau, die andere rot. Zusammensetzen und wir bekommen eine komplett für uns zugeschnittene Elytra. Und zwar richtig, richtig schön. So hat man die Möglichkeit, sich komplett selber noch seine Custom-Made Elytra genau nach seinem Empfinden zu machen. Ich denke, einen cooleren Auftritt kann man wirklich gar nicht haben. Und vor allen Dingen, es ist ja auch nicht teuer. Wir brauchen einfach nur einmal irgendeinen Farbstoff, den wir eben haben wollen, und können das immer noch umändern, beziehungsweise sogar kombinieren, indem wir halt verschiedene Farben mit reinnehmen. Je mehr Farben ich mit reinnehme, desto krasser kann ich diesen Farbton ändern. Wäre eine Sache, die ich mir extrem wünschen würde, ist ein kleines Feature, aber würde definitiv mehr Kreativität im Spiel fordern, oder? Eine weitere Sache, die sehr interessant für uns Spieler wäre, wäre tatsächlich eine sehr riskante Sache, sag ich jetzt mal, für das Spielleben selber. Und zwar wäre das nämlich so, dass wir mit einer erhöhten prozentualen Chance ein erweitertes Minecraft-Dorf bekommen, beziehungsweise eine Stadt. Und das Ganze sieht dann so aus, also wirklich richtig krass dekoriert und auch deutlich größer. So haben wir hier die Möglichkeit, wirklich richtig clean Pfade zu sehen, Blumenfelder sogar, Brücken werden gebaut. Die Häuser sind viel größer, aber natürlich eine Sache, die super, super selten ist. Denn man darf es ja auch nicht zu overpowered machen. Das Ganze hat bloß einen kleinen Haken. Wenn man das machen würde, denke ich, dass kaum noch jemand, gerade die Leute, die eben nicht so gut sind im Bauen, die werden sich nie wieder ein eigenes Haus bauen, denke ich. Ich persönlich liebe es zu bauen und ich kann tatsächlich aber auch sehr gut bauen. Aber die Leute, die dann einfach dazu keine Lust haben, kann ich aber auch verstehen, die werden das nicht machen. Aber ich finde, es würde nochmal einen weiteren Anreiz geben, tatsächlich noch weiter nach Dörfern zu suchen oder ähnlichem, weil man dann eben die Möglichkeit hat, mit einer ganz kleinen Wahrscheinlichkeit so ein richtig schönes Dorf zu finden. Und das, finde ich, ist ein richtig guter Spielanreiz. Obwohl ich ehrlich gestehen muss, man kann Spielanreize auch auf eine andere Art und Weise setzen. Das waren 38 Dinge in Minecraft, die in der 1.21 definitiv hinzugefügt werden sollten. Schreibt mir wie gesagt in die Kommentare, was ist ein Feature, was ihr unbedingt in Minecraft haben wolltet. Bei mir ist es ein Pilzdorf. Lasst ein Abo da für einen weiteren Teil dieser Serie. Mein Name ist Flash und ich wünsche noch einen sehr angenehmen Tag.